Vater, ich habe Angst. Unsinn, mein Sohn. Das brauchst du nicht. Alles wird gut. Und schon bald bist du ein Mann. Ich war aber noch nie so lange von zu Hause weg. Und was passiert, wenn mir ein Wolf über den Weg läuft? Dann sei schneller als der Wolf und handle. Nur so kannst du überleben. Und was soll ich essen? Ach Junge, komm. Alles, was der Wald dir gibt. Für was hast du einen Speer dabei? Mach mich stolz, mein Sohn. Und vergiss nie. Nur wer richtig entscheidet, kommt auch unversehrt wieder nach Hause. Nur wer richtig entscheidet, kommt auch unversehrt wieder nach Hause. Wieder nach Hause. Wer ist da? Nur wer richtig entscheidet, kommt auch unversehrt wieder nach Hause. Wieder nach Hause. Mach mich stolz, mein Sohn. Wer ist da? Wo bin ich? Du bist bei mir. Was ist das für ein Ort? Mein Zuhause. Der Ort zwischen Leben und Tod. Und was hast du mit mir vor? Das hängt von deiner Entscheidung ab. Du hast Angst. Ihr stinkt so eklig. Und erst recht, wenn ihr Angst habt. Wer bist du? Ich hätte gedacht, das weißt du inzwischen. Ich habe viele Namen, aber du darfst mich Jadwiga nennen. Oder einfach
Bitte. Bitte lass mich gehen. Ich habe hier zwei Teller. Einen mit dem Essen der Lebenden und einen mit dem Essen der Toten. Und was soll ich jetzt damit machen? Du musst einen essen. Welchen? Das entscheidest du. Wähle weise. Und ich werde dich mit deinem Geschenk belohnen. Wähle falsch. Und du gehörst mir. Und was geschieht dann mit mir? Dann bring ich dich in das Reich der Toten. Einen feinen Bogen hast du da. Was so schön wie meine Axt. Wenn du wüsstest, von wo ich den her hab. Ich hab da so meine Vorstellung. Danke, Mama. Für was, mein Sohn? Dass du immer für mich da warst und immer an mich geglaubt hast. Komm, mein Sohn, du hast bestimmt Hunger.